Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jazzfreunde. Ich darf Sie im Namen des Jazzstudios Nürnberg heute Abend herzlich willkommen heißen. Sie sind ein geduldiges Publikum, was auch für widrige Umstände ein Verständnis hat. Danke. Widrige Umstände gibt es überall. Das Band hat es heute erlebt. Draußen, der Winter ist widrig. Wir trotzen diesen Umständen. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute unser neues Programm vorlegen darf. Und um dem Winter richtig zu trotzen, nennen wir es gleich mal Frühjahrsprogramm. Schauen Sie rein, suchen Sie sich wieder Ihre Lieblingskonzerte aus und besuchen Sie uns dann in den nächsten 2 Monaten wieder im Jazzstudio. Ich darf Sie auch bitten, uns bei der Verbreitung ein bisschen zu helfen. Nehmen Sie ein paar Exemplare mit, da liegen überall Stapel. Für die Verwandten, Bekannten und Freunde helfen Sie uns so ein bisschen, das Programm unter die Leute zu bringen. Der Herr Schmicke ruft mir noch zu, ich soll heute mal wieder für den Verein werben, tue ich gerne. Bevor ich das allerdings mache, bedanke ich mich ganz herzlich bei dem Sponsor für das Konzert des heutigen Abends. Das ist die Veit Pogner Stiftung, die uns immer wieder großzügig für einzelne Konzerte unter die Arme greift. Das ist einen großen Applaus. Ja, und da ist dann noch dieser Verein Jazzstudio Nürnberg e.V. Dieser Verein trägt den Laden hier. Wir brauchen Mitglieder und Sie können uns da durch Ihre Mitgliedschaft natürlich zum einen unterstützen, andererseits bieten wir Ihnen wirklich ernsthafte Vorteile. Wer zum Beispiel an diesem Wochenende ein Konzert nur besucht hat, das Freitags- oder das Samstagskonzert, der hat seinen Monatsbeitrag bereits hereingewirtschaftet. Schauen Sie, vergleichen Sie den Normalpreis und den Preis für ein Jazzstudio-Mitglied, dann sehen Sie, wie ich zu meiner Rechnung komme. Also, wer jetzt zum Beispiel für nächsten Freitag, ist der 1. März, noch Mitglied im Jazzstudio Nürnberg wird, ist mit 110 Euro für das restlichen Teil des Jahres dabei, Mitglied im Jazzstudio Nürnberg. Außerdem darf er am 17.03. in der Mitgliederversammlung schon mit abstimmen. Das ist da auch ein Vorteil. Ne? Und außerdem wird alles eingeflüstert, das finde ich toll. Und außerdem können Sie diesen Mitgliedsbeitrag auch noch steuerlich geltend machen, weil wir gemeinnützig anerkannt sind. So, jetzt genug geworben in eigener Sache. Jetzt werbe ich mal für das heutige Konzert. Das Tex-Döring-Trio und der Gitarrenvirtuose, der heute noch kommt. Die hab ich hier zusammen auf dieser Bühne noch nicht erlebt. Sie haben sich aber von vor einiger Zeit zusammengetan, richtig zusammengefunden. Und beide, der Tex und dieser Virtuose, die sprechen begeistert über dieses Zusammenkommen. Sie haben ja auch eine gemeinsame Schnittmenge, man könnte auch sagen, eine jatzige Seelenverwandtschaft, den Swing. Und den wollen Sie uns heute da bitten. Herzlichen Applaus für das Tex-Döring-Trio.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Texthöring-Trio, Jazzstudio Nürnberg, heuer noch im Sonderangebot. Wir sind erst 49 Jahre beieinander und das Jazzstudio 69, ne? 59. Ne? Nächstes Jahr wird es was Größeres, feiern wir zu zweit, so Gott will, 110-jähriges Jubiläum. Naja, wenn wir uns zusammenzählen da zu dritt, haben wir das schon längst geschafft. Aber wie dem auch sei, ich freue mich, dass wir wieder mal hier sind. Ich sehe vom Publikum fast nichts, die Lampen sind so schön illuminiert. Ich hoffe, wir sehen gut aus, zumindest haben wir es versucht. Sagt man so schön in Amerika, black is black, ne? Aber Days of Wine and Roses, das war also unser Opener, den nehmen wir immer ganz gern. Wenn Sie mal irgendwann heute im Laufe des Abends Take the A-Train hören, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Es ist entweder eine Pause oder das Ende. Das spielen wir jetzt deswegen nicht. Und ich freue mich, dass wir also heute wieder mal bei Ihnen sind und vor allen Dingen trotz der, wie der Qualinger immer gesagt hat, umbildenden Erwiderung, es geschafft haben, von Oberfranken nach Mittelfranken runterzufahren, runter in den Süden, auf den Berg, aber trotzdem. Und was mich ganz besonders freut, dass wir einen jungen Freund dabei haben, mit dem wir erst zweimal gespielt haben, aber wir haben das Gefühl gehabt, irgendwie passen wir zusammen. Und aus dem Grund wollen wir heute Abend auch zu viert spielen. Was nicht da ist, dass man das eine oder andere Trio-Stück dabei ist, aber ansonsten freue ich mich auf ein Zusammenspiel mit meinem jungen Freund Helmut Kagerer aus Regensburg. Pass auf, an mir. Und wer den Charlie Parker nicht ehrt, ist den Kagerer nicht wert. Wir fangen gleich an mit einem schönen Stück. Ich habe mir aufgeschrieben, Gillis Bounce. Das Ganze ist in F-Dur. Sie müssen sich daran gewöhnen, F-Dur ist ein schöner Toner, die spielen wir öfter. Also, Helmut Kagerer, Texthöring-Trio, Gillis Bounce, Charlie Parker, Original. Originalfassung gibt es keine, die spielen wir heute. Thank you.
Vielen Dank und Billy Sparks, Charlie Parker, Helmut Kagerer, ein neues Dreigestirn am Jazzhimmel in Nürnberg. Stimmt's? Naja, Dreigestirn. Okay, ich habe als nächstes was von George Gershwin drauf. Und zwar eigentlich ein uraltes Stück, auch aus seiner Feder, das in 20 Jahren schon geschrieben hat, Our Love is Here to Stay. Aber uns gefällt es, weil es harmonisch einiges hergibt und man muss ja nicht immer modal spielen. Außerdem ist es gar nicht so einfach, modal zu spielen. Das heißt, über einen Akkord eine Viertelstunde lang, da muss man permanent was Neues einfallen, sonst wird es langweilig. Ne? Und das können wenige. Der Davis Kunz, der Zabinul Kunz, es gibt noch ein paar, die es können. Es gibt aber auch viele, die es nicht können. Und die werden trotzdem auf Schallplatten dann veröffentlicht. Das tut immer ein bisschen weh, wenn man so das hört, aber man muss ja nicht kaufen. Ne? Naja. Okay, Our Love is Here to Stay, schön harmonisiert von George Gershwin. Und der Text, den es auch dazu gibt, der war von seinem Bruder Ira. Aber den singen wir heute nicht. Thank you.
Vielen Dank für George Gershwin und seine gute Idee. Wir spielen eigentlich heute keine Eichenkompositionen, aber das nächste ist eine. Ja, ich habe es nicht geschrieben, das stimmt schon, das stammt von ihm. Arnett? Der Haas. So. Das Stück heißt Heidiology. Es gibt auch Giseology, aber das Stück heißt Heidiology. Und ich habe es eigentlich erst das zweite Mal mit ihm gespielt und heute ist es das dritte Mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es heute wird. Ne? Okay, probieren wir es einmal. Ne? Thank you.
Dankeschön. Der Spuk vorbei, das war die Katze von Jimmy Smith. Sie kennen alle die Scheibe noch, die gab es schon als Langspielplatte und später als CD und immer war die schwarze Katze mit den grünen Augen von drauf. The Cat heißt das Ding und mir macht es einfach Spaß, das Stück zu spielen. Es ist so ein Stück zwischen Ray Charles, Jimmy Smith, Rock'n'Roll und naja, die Leute, die mit Schubladen denken, die tun sich jetzt wahrscheinlich schwer. Aber das ist mir ehrlich gesagt so wurscht wie noch was. Hauptsache ist das Stück fährt und es fährt. Naja, jetzt machen wir was anderes. Gehen wir lateinisch, ne? Machen wir mal ein bisschen Brasilien. Triste von Tom Jobim. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Never by Starlight und vorher aus dem Ellington-Repertoire Don't Get Around Much Anymore. Und damit sind wir schon beim Zugabenteil angelangt. Ja, ein Stück spielen wir noch vor der Pause. Ne? Und dann könnten Sie, ich sehe, die Biergläser sind alle leer, das geht nicht so. Das hat vorhin der Herbert gesagt, der Club muss leben. Ne? Und wenn Sie da Bier vernichten, ja, können Sie den Club auch mit unterstützen. Sie müssen dann nicht unbedingt gleich Auto fahren. Ne? Das würde ich Ihnen bei dem Wetter sowieso nicht unbedingt empfehlen. Okay, aber jetzt spielen wir trotzdem noch ein Stück vom Stefan Wunder. You are the sunshine of my life. Thank you.
Vor der Pause aus jedem Ami-Club bestens bekannt. The band takes a short intermission of 15 minutes. We'll be back in half an hour. Okay, aber das war ein schlechter Witz, der ist uralt. Habe ich jetzt erst einmal in Zirndorf gehört, im Ami-Club in SEO.